So, für das heutige KMU-Porträt gehen wir für einmal aufs Land. Konkret ans Tor ins Entlebuch. Seit 1991 bewirtschaftet Dedit und Peter Brehm Gassmann den Biohof Reukliweid in Wolhausen. Ein kleiner, aber vielfältiger Familienbetrieb, besonders im Entlebuch. Das KMU hält sich beim Produzieren von Fleisch, Eier und Obst an die Richtlinie von BioSwiss. Nicole Biri berichtet. Gute und gesunde Lebensmittel ist das eine, die artgerechte Tierhaltung ist das andere, wo auf der Röckliweiz Wolhausen eine zentrale Rolle spielt. Der Biobetrieb hält sich streng an die Richtlinie von KAG Freiland. Das heisst, Tier möglichst stressfrei und unversehrt leben lassen. So ist es für den Landwirt Peter Brehm auch ganz klar, dass die Kühe ihre Hörner behalten. Die sind nämlich keine Waffe, sondern ein wichtiges Kommunikationsmittel. Wo sie die Rangordnung damit festlegen können, wo sie miteinander auch kommunizieren. Das ist jede Kuh für die andere auf den ersten Blick erkennbar, welche Rangordnung, wie sie in der ganzen Herde steht. Man soll den Stall an Tier anpassen und nicht Tier an den Stall. Das ist unsere Grundidee. Das Hauptprodukt, das Peter Brehm und seine Frau an die Kundschaft aus Luzern und Agglomeration verkauft, ist das Fleisch, Rind und Lamm. Weiter hat das KMU Eier und vor allem im Herbst Obst und Most im Angebot. Es läuft. Wir könnten klar manchmal noch mehr Kunden brauchen. Es ist so, dass wir den Zwischenhandel umgehen, indem wir das selber vermarkten. Wir möchten nicht unsere erzeugte Lebensmittel in einen anonymen Kanal geben, sondern wirklich persönlich an die Kundschaft, die das schätzt, bringen. Seit 20 Jahren wird Röckliweid von Peter Brehm geführt. Anfangs war eher harzig. Man sei dazumal einem Biobetrieb nicht nur offen gegenüber gestanden. Das hat sich dann aber schnell einmal geändert. Heute hat der ökologische Gedanke und die artgerechte Tierhaltung bei vielen Leuten einen grossen Stellenwert. Entsprechend gross ist auch Konkurrenz. Das merken wir zum Teil auch, dass es zeitweise wieder ein bisschen harzt oder dass man wieder muss offensiver an die Kundschaft hergehen und sie bewerben, sie abholen, ihren Bedürfnissen. Insofern haben wir auch in den letzten 20 Jahren den Hof von einem konventionellen Anbindestall umgebaut in den Laufstall, in die artgerechte Tierhaltung. So hat der Laufstall zum Beispiel nie in einen Sackgasse, sodass sich Tiere jederzeit zurückziehen können oder von den anderen Ranghöheren flüchten, wenn es nötig ist. So, wie es die Richtlinien vorschreiben.